Willkommen zurück zu Super Metroid. Endlich geht's auch hier in diesem Projekt weiter. Sorry, dass ihr so lange warten musstet. Das war echt ein bisschen grausam, aber dafür gibt's jetzt schon vor Freitag den nächsten Part. Ich bin selbst heiß drauf. Ich habe jetzt ehrlich gesagt keinen Bock, mir diese eine Missile zu holen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin doch gerade an dem Ort mit der Missile. Ja, da oben kommt sie. Ich weiß nicht, irgendwie stelle ich mich da so blöd an und, die Stelle. Ich werde das später machen. Ich werde so vieles später machen. Bin immer gespannt, ob ich es wirklich dann mache oder ob ich dann sage, ach kommt Leute, wir gehen gleich zum Bosse. Oh, aber das Super Missile möchte ich ehrlich gesagt nicht ignorieren. Ich meine, so Missiles, ob wir da jetzt, keine Ahnung, 110 oder 115 haben, ist mir relativ. Aber von Super Missiles, da kenne ich nichts. So, jetzt nur überlegen, wie ich da rankomme. Anscheinend komplett von der anderen Seite. Boah, ist das groß hier. Schaut euch das mal an. Aber, na gut, ich könnte vielleicht da rechts noch rüberkommen. Schauen wir doch mal. Ne, hier geht's schon in ein nächstes Gebiet. Ne, 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 das lasse ich jetzt nicht hier. Die Missile, die Super-Missile, da kann ich nicht dran vorbeilatschen, Freunde. Das geht nicht. Da muss ich mal mich hier... Wir kommen da hoch, glaub's mir. So. Nee, auch nicht. Shit. Hätte ich jetzt gedacht, dass... Schade. Schade. Wie kommt man denn da hin? Hier ist nichts zu machen. Das ist klar, aber... Die Super-Missile... Soll ich denn die kommen? Das ist mysteriös. Ach, die Super Missile. Rechts sieht man, dass es da reingeht. Rechts. Aber da ist dicht. Kann zwar da hinten hinlaufen. Nee. Da ist nichts zum Aufbomben oder sonst wie. Mist, Mist, Mist. Ich hätte das mir erst noch anschauen sollen und dann den Cut machen. Dann hättet ihr mir da noch einen Tipp geben können. Aber vielleicht, kriege ich das ja auch, ja, durch einen neuen Raumwechsel. Könnte ja auch sein. Deswegen machen wir einfach mal weiter. So, wenn wir uns jetzt nämlich nach unten irgendwie links dann fallen lassen oder so ähnlich. Ich weiß ja nicht, ob das sinnvoll ist. Ah, okay, das sind schon mal keine Stacheln oder so. Nee, hier geht nix. Ich will das haben. Ja, ist klar, so eine Super-Missile ist natürlich schon mal ein bisschen besser versteckt wie... Ah, ich weiß nicht, ob das gut ist, wenn ich da so weit runterfalle, obwohl es ist alles neu. Alles neues Gebiet hier. Muss mir nicht irgendwie unangenehm sein. Ah, ich hab was gesehen. Nee, doch nicht. Hey, das Vieh ist doch da gerade reingegangen, ich bin mir ganz sicher. Moment, das will ich nochmal... Jetzt mal das Vieh weg, ey, das Vieh nervt mich. Ach, egal. Jetzt nach links gedrückt halten. Haha! Die Super Missile, sie gehört mir. Ach ja, wir können ja springen. Ich hätte es fast vergessen. Wir haben ja den Springball ergattert. So. Sehr gut. Jetzt haben wir, keine Ahnung wie viel, mindestens 25, wenn nicht sogar mehr. Gut, ja, ach man, das ist so ein großes Gebiet. Aua, danke. Ich weiß gar nicht, wo ich als nächstes hin soll. Oh, so viel Ecken und Kanten und... Soll ich jetzt oben bleiben oder da runter oder rechts? Ich werde erstmal hier verweilen. Weil wenn ich so einen Abgang nach unten mache, wer weiß, ob ich dann jemals nochmal hochkomme. Deswegen erstmal die sichere Gegenden checken. Jo, das ist jetzt nicht so schlimm. Ah, hier kann man... da oben. Ganz schwer dran zu kommen, beziehungsweise nö, ist es nicht. Wir haben doch ganz oben so ein Teil für einen Crappling-Beam gesehen. Und ich glaube, die Dinger... Ah, Mist, jetzt habe ich es kaputt gemacht. Oh, komme ich nicht ran. Ich glaube, die Dinger, da kann man auch... sich dran krabbeln. Ja, cool, ne? So, komm, ein bisschen wedeln. Aber na, das bringt ja jetzt nichts. Ich habe ja den anderen gekillt. Shit. Wow, yeah, mach Loopings. Yay, Samus, das ist auf die falsche Richtung. Ach, da. Ja. Yay! Nein, ah, fast.
Ich brauche den gar nicht. Ich muss nur richtig treffen. Okay, das ist gut versteckt. Das will ich haben. So, komm nochmal hoch. Schwingen, schwingen. Und los geht's. Nein, nein, nein. Das war schlecht. Ich glaube, wir waren noch nicht weit oben genug. Weil sobald wir an den dran sind, fliegt er, glaube ich, nach oben. Ups. Sorry. So, dann fliege erstmal hoch. Nicht so weit schwingen. Abwarten. Noch ein bisschen höher. Jetzt noch höher, ja. Ich glaube, er fliegt immer noch hoch. Man sieht es ja auch auf der Karte. Da ganz oben ist. Ja, jetzt sehe ich auch schon die Teile. Und los! Nein, nein! Oh, ich hänge dran. Ich hänge dran, Leute. Ich hänge dran. Sehr gut. Jetzt mit einem großen Schwung. Los geht's! Nein, shit. Doch, ich bin da. Ich bin... Nee, ich bin nicht da. Doch, ich bin... Hä? Doch, ich glaube, ich bin... Ich habe es fast geschafft. Mal gucken. Muss doch was gehen. Ach nee, komm. Haben die das jetzt extra so gebaut, dass es mit dem Zickzack-Sprung nicht geht? Ja, mit dem Wallchamp, ich weiß. Ja. Weil ich das Ding vorhin kaputt gemacht habe, oder wie, ne? Verdammt! Das ist gemein! Ja, ich weiß, es gibt später noch eine Möglichkeit, an solchen Stellen einfacher hochzukommen. Ich weiß jetzt nur nicht, ob das jetzt passiert ist, weil ich... Obwohl, Moment mal. Ich glaube, das schaffen wir irgendwie. Ich komme eventuell da hoch, wenn ich Glück habe mit so ein bisschen Anlauf. Ah, das haben die extra so gebaut, dass das nicht mit dem Jump klappt, oder? Weiß nicht. Ah, jetzt wäre ich... Ich will auch mal da oben stehen. Vielleicht kann man da was aufbauen oder so. Ich gebe noch nicht auf. Wir haben ja Zeit. Wir haben ja fast alle Zeit der Welt. Ne, ich muss schon ein bisschen rennen und dann springen. Ansonsten hat er nicht genug Schwung. Ach, jetzt klappt's wieder nicht, ey. Ich weiß, dass das... Ich war doch gerade eben noch oben. Junge! Mädel, sorry. Komm schon! Ja, ja, okay, jetzt bin ich mal da oben. Aber ob mir das was bringt, ist die andere Frage. Sieht alles sehr robust hier aus. Verdammt. Nee, da oben, da kam ich mit dem Wallchamp nicht rüber. Das ist echt gemein. Ich komme da nicht hin momentan. Dieser Weg bleibt mir definitiv noch versperrt. Es sei denn, ich habe vorhin wirklich dieses eine Teil da kaputt gemacht. Na gut, jetzt falle ich eh wieder runter. Ach manche, okay, dann gehen wir halt erstmal in andere Richtungen. Ich kann das ja später nochmal probieren, wenn dieses, ich weiß gar nicht, wie ich die nennen soll, diese Luftballon-Aliens halt, wenn die wieder da sind. So, da oben links, genau, da sind wir hergekommen. Ich versuche es jetzt noch einmal, indem ich oben bleibe. So, das könnte auch schief gehen. Naja, probieren wir es. Zack, schnell machen. Zack, da könnte ich eigentlich drauf gehen. Ganz gemütlich, so chillig, so. Yay. Und zack. Ach Mist, ich glaube da oben. Nein! Na gut, das macht aber nichts. Das ist jetzt, genau, das ist der Typ, der... Okay, dann lass mal hochfliegen, aber das wird nichts bringen, oder? Fliegt der jetzt hoch oder nicht? Was ist denn mit dir? Der fliegt nicht hoch. Der fliegt nicht hoch. Das heißt, ich komme da nicht hin. An dieser eine Stelle. Verdammt! Ja gut, dann hat es keinen Sinn. Dann hätte es nicht sollen sein. Aber war da nicht eben eine Tür? Jetzt muss ich nochmal gucken gehen, ey. Ich krieg noch einen Rappel. Komm, dann gehe ich gleich wieder den Weg da. Über die Teile. So. Und ui. Und ui. Ja, da ist ein Weg. Boah, so. Ja, wenigstens etwas mal geschafft, aber ob ich da wirklich hin will, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es ein neues Gebiet. So, öfter mal gucken. Ist ja echt schlimm, wie oft ich hier und da mal was übersehe. Aber naja. Ja, das glaube ich erst schon mal gar nicht hier. Ha, war doch klar, oder? Ja, an der Stelle grüße ich mal wieder einen neuen Zuschauer, den Henry Kinkel.
geguckt momentan bei Super Metroid und bei Shadow of the Colossus. Finde ich schön. Macht viel Spaß dabei. So, hier können wir uns mal wieder auffrischen. Aber ich glaube, wir sind schon wieder voll. Okay. Ah, nee. Da war noch Super. Klar, ich brauche noch Super Missiles. Oh oh. Moment mal. Ach nee, oder? Eine Abkürzung nach Prinzstar, ich werd verrückt. Okay. Interessant. Aber will ich das jetzt wirklich? Eigentlich nicht, ne? Komme ich vielleicht nicht mehr so einfach zurück. Nee, nee. Gut, es ist interessant. Ist gut zu wissen. Wusste ich echt nimmer. Na komm, gib mir ein bisschen Super Missiles. Wer weiß, wann der Boss kommt und dann bin ich froh, die Dinger voll zu haben. Eine noch, denke ich doch mal. So, ich vermute einfach mal, dass ich 30 maximal habe. Gut, also eine Abkürzung kennengelernt, die mir nicht viel bringt. Weiter geht's. Die eine Stelle, ne, wie sie mich fuchst. Wie mich sowas fuchst, wenn ich nicht sofort an Sachen ran kann hier. Und warten muss. Naja, allzu lange müssen wir da auch nicht mehr warten. So, wo gehen wir jetzt durch? Wir haben ja zwei Wege, die nach unten führen. Probieren wir es mal mit dem. Jo, jetzt falle ich ja... Oh Gott. Super. Wo bin ich jetzt hingefallen? Da war ich schon mal. Da bin ich wieder zurückgegangen anscheinend. Okay. So, da ist nix. Ja gut, das ist ja jetzt nicht so schlimm. Wir sind ja dem Zicki-Sprung hier mächtig. Wenigstens etwas, das sitzt. So, und hier ist jetzt neues Gebiet sozusagen. Oh, was macht ihr denn hier? Könnt auch unter Wasser. Oh, okay, die sind ganz schön... What? Moment, habe ich wirklich getroffen? Das gibt's ja wohl nicht. Was? Okay, ich mag euch nicht. Damit ihr das mal offiziell wisst, aber eigentlich sind sie ja keine Gefahr. Sie können nicht mal schräg hoch oder sonst wie schießen. Und bleiben sogar auf ihrer kleinen Plattform. Uah! Aber andererseits, ich will da mal gucken. Ich bild mir ein, da könnte was... aua! Toll. Erstmal das ausrüsten. Ja, so sehe ich das natürlich hier nicht. Muss man schon kurz mal gucken hier. Ah, ich wusste es doch. Ich wusste es doch. Da kann ich einfach rein. Tschüss! Schnell weg! Zum Glück kommen die Stacheln nicht nach. Geheimnis gefunden hier. Da haben mich meine Erinnerungen doch nicht getrübt. Schon wieder so ein riesen Ding. Oh nein, nicht die. Oh nee, da will ich nicht hin. Kann ich da nicht... Ach. Na gut, ich kann... Die kann man ja mit Missiles töten, oder? Ach nein, ich verwechsel die gerade. Das sind nicht die Dinger, die hier gleich angekrochen kommen und mich aussaugen wollen. Das sind so kleine süße Schildkröten. Die machen gar nichts, glaube ich, oder? Machen die was? Ich weiß es nicht, aber dieser große Schildkröten-Ding, ich glaube, auf den kann ich rauf. Ich will das mal probieren. Wow! Cool! Oh, 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 oh! Will ich haben, will ich haben, will ich haben. Okay, das will ich haben. Oh, das war schön von mir, oder? Ja, wenn es um Energietank geht, da kennt er nix. Dann zeigt auch einmal den Skill. So. Gut. Ansonsten war es das hier bestimmt, oder? So ist sonst noch irgendwo was. Einfach mal gucken. Nö. Ich glaube, das war's hier. Ich meine, Energietank, da kann man sich ja nicht beschweren, ne? Wow, da kommt er angedüst. Ah, da ist auch nichts mehr. Okay. Gut, ich beschwere mich auch gar nicht. Ich bin glücklich. Oh. Okay, die machen anscheinend wirklich nichts. Ab mit uns. Ja, es fehlen ja nur noch 4 Energietanks. Ich glaube, wenn ich... eure Kommentare richtig in Erinnerung habe,
Habe ich bisher nur einen übersehen. Das wäre toll. Das wäre richtig toll. So, weiter geht's nach rechts. Aua. Da unten? Nee, das bringt mir nichts, da runter zu gehen, oder? Nee, komme ich ja wieder ins Gleiche. Hier oben war ich angeblich auch schon. Da unten noch nicht. Dann gehen wir doch runter. Oh, nee, vielleicht doch nicht. Hi, Kamerad. Ah. Aber so viel Schaden machen die gar nicht. Ist das echt eine Sackgasse hier? Moment. Was bringt mir das jetzt? Irgendwie nix, ne? Na gut, ein Ausgang. Ach Gott, hör doch mal auf zu schießen, ey. Ist das schlimm. Gut, dann gucke ich mir kurz mal an, was da oben war. Oh, ja klar. Das macht natürlich Sinn. Okay. Sieht ja nahezu komplett aus, oder? Schön. Wo geht's jetzt weiter? Wo mache ich denn jetzt weiter am besten? Da oben komme ich ja nicht hin. Oder bin ich mir wirklich sicher, dass es nicht geht? Ja, eigentlich schon. Eigentlich bin ich mir sicher. Ich komme... Klar, ich komme auf die Plattform, aber weiter nach oben geht's nicht. Ui, ja. Da verließen sie ihn. Wenn ich nur wüsste, ob es stimmt, dass man da nicht... Ja, nee, glaube ich nicht. Oder warte mal, kann man daher rennen? Nein, 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 nein. Nein, ach, verdammt. Ich wollte gucken, ob es zum Rennen reicht, aber nee, glaube ich jetzt nicht. Das muss man echt später machen. Okay, gut. Wenn man das später machen muss, dann müssen wir hier das komplette Gebiet jetzt erstmal... verlassen, weil, ja. Nein, hier nicht. Komme ich doch nur wieder dahin. Oder kann ich da irgendwie nach links abkürzen? Ja, ja, kann ich sogar. Stimmt. Umso besser, dann geht's auch schneller. So, jetzt sind wir wieder hier. War da jetzt noch irgendwo was? Oben oder links? Schnell nochmal schauen. Auf der linken Seite. Wäre echt peinlich, wenn ich hier jetzt eine Tür oder so einfach vergessen würde. So. Nee, da ist nichts. Oder da oben noch? Ah, ah. Geht nur nach rechts, alles klar. Dann müssen wir gehen. Jetzt aber ernsthaft. Jo, wie gesagt, Mr. als erst später. Ups, da fallen wir hin. So, da unten ist ja... Ja gut, da muss ich eh hin, glaube ich. Wir gehen einfach. Bevor ich lange überlege, gehe ich einfach. Da ändert sich auch wieder die Musik. Da habe ich bestimmt noch nicht alles gemacht. Nee, Quatsch, da oben, da unten ist ja nur mein Speicherpunkt. Und hier ist das, wo wir kaputt gemacht haben. Das heißt, hier ist nichts mehr mit Maritia. Mir fehlt aber noch ein Boss. So sieht's mal aus hier. Ich habe hier noch einen Boss, zu machen. Ah, hier muss ich hin. Macht natürlich Sinn. So, ihr süßen Krabben. Lass mich mal schön durch hier. Ich muss einen neuen Weg finden. So, jetzt kommt wieder diese Musik. Wollte ich das? Ja, warum nicht? Ich war rechts noch nicht. Cool. So rein zufällig. Richtig Latsche. Also, richtig in meinem Sinne. Ah, die Map. Das ist sehr gut. Die zeigt zwar auch nicht alles, aber sie zeigt, wo ich definitiv noch nicht war. Oh mein Gott, ist Maritia groß. Ich krieg mich nicht mehr. Na gut, aber ihr seht schon, das ist, ich bin in diesem... Es gibt ja eigentlich zwei Teile von Maritia. Dieses eine Teil ist fertig. Und dann, das in der Mitte da, das war ja diese Röhre, wo wir so schnell durchgepustet wurden, sozusagen.
Und da fehlt uns noch eine unglaubliche Menge. Das müssen wir uns jetzt genauer betrachten. Kann ich da abkürzen, wenn ich da so schön da... ich weiß nicht, ob das geht. Gegner schon mal gar nicht. Lass mich mal in Ruhe hier. Nee, das geht nicht. Ich muss leider nochmal außen rum. Tut mir leid. Versuchen wir es schneller zu machen. Ich würde nur ein bisschen was erleben wollen. Wenn ich schnell mache, werde ich leichtsinnig. Ihr merkt das. Super Missile. Lass mich in Ruhe. Ach, die steht viel zu schnell wieder auf. So, nein. Haut alle ab. Und tschüss. So. Ist ja nicht schlimm. Müssen wir nochmal da hoch. Und den Weg nochmal. Aber diesmal nicht runterblumsen. Einfach weiter. Oh, schon wieder eine... Kann sich das mal nicht merken hier. Das ist ja furchtbar. Also, ich habe auch schon alles mal Meeresfrüchte gemacht, denn trotzdem seid ihr wieder da. Wie schnell könnt ihr euch eigentlich vermehren? Das ist ja grauenvoll. So, diesmal nehmen wir den oberen Weg. Aha. Vielleicht beinahe wegen dem Gegner hier. So. Nichts mit runterfallen. Okay, jetzt kommt wieder diese relativ unangenehme Stelle. Aber wir schaffen das schon. Einfach durch. Und dann die Dinger hier schnell, falls was kommt. Ach, Treibsand, ich sag's ja. So, sehr gut. Den kann ich einfach mal drauf. Das stört ihn sicher nicht. Hey, bleib hier. Schade. Nein, nein. Ah, den habe ich aber erwischt. Ach, Gott. Boah. Kann man sich manchmal echt einen abdrücken. Aber es geht. So, stopp. Hier, hoch? Ah ja, genau. Aber rechts waren wir ja schon. Komplett. Das heißt, wir können hoch. Ich hoffe zumindest, dass es geht. Mal kurz durchleuchten. Da. Da ist meine... Nö, ist es nicht. Hä? Ah. Springen. Springball. Springball ist toll. So. Und ab in das erste Areal, da wo wir ursprünglich angefangen haben. Wo noch so einiges auf uns wartet. Ich würde jetzt zum Beispiel sagen, links waren wir noch nicht, aber... Oh, das könnte... Das links könnte auch zu dem unteren Areal gehören. Verdammt. Scheint wohl so. Oh, nee. Ach ja, natürlich ist das zum, gehört das zum unteren Areal. Das ist die Stelle, wo wir noch nicht erreicht haben. Genau. Vielleicht ist da sogar unser Boss. Das ist gut möglich. Aber um den zu bekommen, brauchen wir noch unser fast letztes Goodie. Glaube ich zumindest. Ich bin mir nicht sicher, ob man das hier noch kriegt. Vielleicht irre ich mich auch total. Hier haben wir jedenfalls alles gemacht. Nichts Neues. Ah, ich hab's gesehen. Da war ich noch nicht drin. Super, ey. So viele Zickzack-Sprünge schaffe ich jetzt aber auch nicht. Oder? Und die haben das wieder so gebaut, dass es nicht geht. Die Babsäcke. Die wissen genau, wie sie das bauen müssen. Jetzt kann ich wieder den ganzen Weg da außen rumschlappen, weil ich wieder zu blöd war. Menno. Aua. Ich mag euch nicht. Ich kann euch auch nicht töten. Ich spiele heute voll leichtsinnig, ich weiß. Ich glaube, ich kann es mir einfach... Also ich denke, es mir erlauben zu können mit meiner Energie. Aber ich sollte nicht zu großkotzig werden. So, also rechts immer am besten fallen lassen oder so. Gut, da kommen wir nicht rein. Verdammt. Och nö, erst wenn der Boss tot ist oder was.
glaube nicht, dass ich hier alle Viecher töten muss. Ich glaube, das hatte ich mir auch schon mal angeguckt. Das erinnere ich mich so leicht. Okay. Das bedeutet also, dass dieses kleine Areal noch nicht geht. Aber da, guck mal, wir haben da noch so viel zu tun. Da sind wir einfach durchgerannt. Hier noch nicht fallen lassen oder so. Frühestens ab dem nächsten Mal. Wow, 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 ja. Nicht fallen lassen. Das sag ich was Gutes. Oh, die sind ja ganz schön eifrig. So. Okay, hier kann man sich nicht fallen lassen. Naja, mal abwarten. So, da. Ach, diese Rochen, die sind so gemütlich. Wie chillig sie einfach da rumhüpfen. Fast schon friedlich. So, muss ja nicht alles aggressiv sein auf diesem doch sehr menschenfeindlichen Planeten. Okay, ja, jetzt, tja, mit runterkommen ist hier aber nicht viel, ne? Hier ist auch nichts mit runterkommen. Und da geht's dann nur wieder hoch. Und raus. Ja, Leute. Oh, guck mal, da unten rechts ist mein Boss. Ja, Boss, das war ein Satz mit X. Hier geht's nicht runter. Oder doch? Sollte ich nochmal durchleuchten? Ich gehe lieber auf Nummer sicher, aber vielleicht muss ich doch einfach nur... doch mit dem Treibsand runter und dann irgendwie versuchen, rechts weiter durchzukommen. Ja, super, hier komme ich. Also nochmal durch die gemütliche Gegend hier. Ja, unten durch. Passiert mir ja nichts. So. Noch ein Stück ist es. Lui. Das gefällt mir. Okay. So, und jetzt lassen wir uns nochmal fallen. Dann gucken wir mal, ob es nach rechts geht. Ich gehe schon freiwillig. Ihr müsst nicht, Krapsch. So, mal gucken. Wie war denn das? Oh, nein, oh, nein. Oh, die mag ich ja gar nicht, ne? Unangenehme Gegend hier. Aber ich will... nein, es geht nicht nach rechts. Da ist dicht. Alles dicht. Das ist seltsam. Okay, vielleicht hier noch ein, zwei da runter. Aber ich glaube es irgendwie nicht. Nee. Da stehe ich drin. Das ist gar nicht tief. Ach, kommen da viele Viecher raus. Na gut, die bringen jetzt auch nichts mehr. Okay, Freunde, ich würde sagen, der Part ist eh voll. Ich werde mir nochmal Gedanken machen da über die Sache. Vielleicht hier noch auf den Boden gucken. Aber... ja. Ich glaube nicht, dass hier was ist. Nee. Ah, ah. Gut. Da oben rechts ging es nicht. Oben links gehört in das andere Gebiet. Und da waren die Türen zu. Aber wenn da hinten doch der Boss ist, wie sollen die Türen denn dann aufgehen? Fragen über Fragen, Freunde. Ich werde einfach mal eure dezenten Kommentaren lauschen, ob ihr es ein bisschen besser wisst. Garantiert wisst ihr besser. Wenn ich da nur an das Metroid-Lexikon Taichi denke. Oder auch viele andere. Ist ja ein Spiel, das euch relativ vielen bekannt ist. Ja. Ich bin gespannt. Und dann sehen wir uns an der Stelle, wo es ungefähr weitergeht, wieder. Bis dann, wenn es wieder heißt Let's Play Super Metroid.